Ich bin geprüfter Zauberer, nicht, dass Sie glauben, das sind irgendwelche Scharlatanereien, die wir betreiben. Was wir machen, ist der scheinbar simple Trick, das schwebende Glas. Was ich bräuchte, ist wenig von Ihnen, nur Ihre Daumen. Wenn Sie beide Ihre Daumen parallel hier auf den Tisch legen würden, ein bisschen näher zusammen vielleicht. Das ist vorbildlich. Die Dame, ja, ein bisschen näher zusammen, ein bisschen weiter rein noch. So, und jetzt brauche ich Ihre Mithilfe natürlich. Und zwar geht es erstmal, dieses Glas zu balancieren. Ich habe früher mal Seiltanz gemacht, das war nichts. Bei dem Zauberhecht, da läuft es richtig. Ja, das hält es ein bisschen so. Dazwischen kommt der Hase. Und die. Das ist sehr unangenehm. Ganz kurz, passt ja überhaupt jetzt gar nicht. Stimmt. Ja. Das ist der Zauberer versandt. Eine Sekunde. Ja, hallo? Nein, ich hatte Sie angerufen. Das geht. Bei mir ist gerade ganz ich bin mitten in einem Trick gerade. Das ist ganz ungünstig. Nein, hören Sie zu. Ich bin sofort da, ist wichtig. Nein, hören Sie zu. Ich brauche Hasen, keine Meerschweinchen. Ich habe 20 Hasen bestellt, keine Meerschweinchen. Was ist denn auseinander? Und da bin ich halt aus. Das macht der extra gerade zitterig von mir. Mein Handy liegt auf meinem Schoß. Er will uns doch verarschen, nimmt das extra. Wollen wir auch einfach gehen? Können wir mal gehen, das ist nur peinlich. Hier laufen alle Leute vor. Die Befreiung ist alles. Willkommen bei Straßenspaß im HR-Fernsehen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ich darf die befreien und sage herzlich willkommen bei Straßenspaß im HR-Fernsehen. Da ist die Kamera. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank.